Ich spüre es, ich schmecke es, ich werde dieses Jahr verklagt. Welche Marke das ist, das finden wir dieses Jahr gemeinsam raus. Essence, was soll das? Ihr könnt nicht jedes Jahr mit krasseren und krasseren Produkten rauskommen. Freunde, ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht, was hier gerade passiert. Ich habe ein stilles Vögelchen hat mir gezwitschert. Heute ist Sonntag. In 2 Wochen seht ihr erst das Video und dann in anderthalb Wochen seht ihr erst das Video, dass Essence einfach schon die ersten Produkte für das neue Update 2024 bei Amazon rausgebracht hat. Beziehungsweise sind sie schon gelistet. Man kann sie auch vorbestellen. Sie sollen am 12. Februar rauskommen. Ich denke auch, dass da bestimmt noch ein paar andere Produkte mitkommen. Aber als ich mir die Produkte angeschaut habe, da wusste ich, nein, ich muss mich jetzt hier hinsetzen. Erstmal die Haare aus meiner Foundation nehmen und dann mit euch über die Produkte reden, weil das, was hier gerade kommt, ist krass. Und ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle ein wunderschönes Wochenende gehabt. Falls nicht, hoffe ich, dass diese Woche besser wird für euch. Ich zeige euch jetzt alle Produkte, die es bisher schon online gelistet gibt. Ich verlinke sie euch auch unten. Eine kleine wichtige Information dazu, aber das sind meistens Dreier-Sets. Das heißt, wenn du weißt, dieses Produkt wird dein Produkt, kaufst bei Amazon, da kriegst du nämlich 3 Stück auf einmal. Das ist natürlich jetzt erstmal nur, wir schauen, was es gibt. Sobald die Produkte verfügbar sind, habe ich sie natürlich schon hier. Ich denke mal, in anderthalb Wochen werden wir sie dann auch sehen. Also abonniert unbedingt den Kanal, damit ihr das nicht verpasst. Es wird aufregend. Let's go. Ganz, ganz wichtig. Die Produkte sind jetzt nur vorgelistet bei Amazon. Wenn man sie jetzt bestellt, werden sie wahrscheinlich ab dem 12. Februar verschickt. Das ist Stand heute. Ich weiß nicht, wie sich das in den nächsten Tagen ändert. Manchmal ist der Essence-Shop ein bisschen schneller. Sobald die Sachen da sind, sage ich euch natürlich in meiner Insta-Story Bescheid. Aber damit ihr schon mal wisst, was kommt. Ich weiß, dass viele das immer sehr, sehr gerne mögen, wenn man vorab schon so ein paar Informationen hat, was auf einen zukommt. Und als ich die Sachen gesehen habe, wie gesagt, war ich wirklich so ein bisschen. Ihr macht es uns nicht leicht. Wir dürfen nicht mehr Dupe sagen, aber ihr bringt nur noch inspirierte Produkte raus. Ich habe mir hier alles auf mein Handy geholt und ich blende euch das natürlich immer an der Seite ein. Wir starten mal mit den Produkten, die ich jetzt nicht persönlich ganz so spannend finde. Und zwar sind das Pinsel. Auf der anderen Seite muss ich dazu sagen, die Pinsel sehen spannend aus, denn die scheinen mir ein bisschen inspiriert durch die Morphe und Ariel Kollektion zu sein. Das sind sehr, 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 sehr gute Pinsel. Einer meiner liebsten Pinsel, die ich überhaupt habe, neben meinen eigenen und den von Letizia, sind die sehr, sehr gut. Was ich bis jetzt gesehen habe, sind ein Puderpinsel, der im Prinzip die 1 zu 1 selbe Form hat wie meiner mit Catrice. Wir haben einen Foundation Brush mit einer flachen Seite und einen Puderpinsel, der ähnlich aussieht wie dieser hier oben, ein bisschen spitz zulaufender. Sehr, 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 sehr spannend für die Base. Sie sind so ein bisschen, sie sehen aus, als wären sie gummiert. Ihr kennt ja diese gummierten Beschichtungen, weiß ich jetzt aber noch nicht, ob das so ist. Und es gibt auch einzelne Augenpinsel, einen Lidschatten bzw. einen Eyelinerpinsel, einen Packing Brush und so einen kleinen Blende Brush. Eventuell kommen auch noch weitere Pinsel raus, das weiß ich natürlich, stand jetzt aber noch nicht. Sehen gut aus, preislich ist es jetzt ein bisschen schwer, das Ganze runterzurechnen, weil manchmal bei Amazon die Preise immer sehr stark fluktuierend sind, deswegen. Wir kennen die Essence-Preise, da wird jetzt nichts Krasses passieren. Das sieht sehr, sehr spannend aus. Es gibt auch einen neuen Serum-Primer aus der Hello Good Stuff-Reihe mit 98% Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs. Das ist der Hello Good Stuff Skin Repair Serum mit Ceramiden und Haferprimer oder Serum. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht so viel Erfahrung mit der Skincare-Reihe von Essence. Ich weiß aber, dass die Hello Good Stuff-Reihe immer sehr, sehr gut funktioniert hat. Mir hängt immer noch so ein bisschen dieser Bronzer in meinem Herzen, der mit dieser Kakaoschote und oben ein bisschen dunkler und ein bisschen heller, der war sehr, 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 sehr gut. Sieht ganz spannend aus, werde ich natürlich auch dann einmal mit testen. Ist für die Make-up-Grundlage vielleicht immer ganz gut. Das nächste Produkt, Freunde, haltet euch fest und das ist genau das, was ich meine. Ihr tut uns nicht gut, Essence. Die Brands, die Creator, das ist eine schwierige Situation gerade, weil die Brands wissen, dass günstige Alternativen zu natürlich sehr, 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 sehr gut funktionieren. Wir sind aber diejenigen, die an den Pranger gestellt werden, wenn wir sagen, das ist ein Dupe. Es gibt aber neue Produkte von Essence, die inspiriert sind von anderen Produkten, die deutlich teurer sind. Unter anderem den Jelly Grip Hydrating Primer. Der sieht zufälligerweise nur, also, ne?
eine Koinzidenz, von der niemand hätte wissen können, dass das passiert. Ähnlich aus wie der Hydro Grip Primer. Ähnliche Farbe, ähnliches Design mit einem Pumpkopf und der ist auch frei von Silikon und Alkohol. Sieht sehr, 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 sehr spannend aus. Auch hier preislich natürlich unschlagbar. Dann gab es so ein paar Sachen für die Augen und zwar Eye Glosse. Da bin ich sehr gespannt, wie die performen, denn also ich finde den Look bei Eye Glossen immer sehr schön. Das Problem ist nur, ihr kennt es wahrscheinlich, wenn ihr euren Concealer nicht richtig gesettet habt, so wie ich jetzt hier oben beispielsweise, dann läuft das halt in die Lidfalte. Und das darf natürlich bei so einem flüssigen Lidschatten, Gloss-Lidschatten nicht passieren. Die Chance, dass es passiert, ist natürlich aber immer sehr hoch. Deswegen bin ich da sehr gespannt, wie das funktioniert. Gibt es auch in verschiedenen Farben, beispielsweise auch in diesem Holoton mit blau- und rosa-lila Farben. Und natürlich auch transparent. Weiter geht es mit der Erweiterung der 8-Hour Matte Liquid Lipsticks. Die sind comfortable and kiss-proof, also Liquid Lipsticks von Essence, die kennen wir schon, die sind auch ganz gut für den Preis zum Rantesten an Liquid Lipsticks gar nicht so schlecht und die haben natürlich immer wirklich schöne Farben. Es gab eine Farbe, die war sehr, 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 sehr kühl, super dunkel, perfekt für den Herbst. Jetzt ist das Ganze natürlich ein bisschen sommerlicher. Aber jetzt, Freunde, ich weiß nicht, warum ihr uns das antut, Essence. Ich weiß es nicht. Liebe Anwälte, Disclaimer. Ich, Maxim Giacomo, habe damit nichts zu tun. Ich habe das Produkt nicht entwickelt. Ich habe das Produkt nicht beraten. Ich habe das Produkt nicht auf den Markt gebracht. Don't sue me. Es gibt neue Produkte, die natürlich auch hier... Der Zufall ist ein Eichhörnchen, oder wie man so schön sagt. Etwas Neues, was sehr spannend aussieht. Und zwar gibt es jetzt in einer Quetschform mit einem Schwämmchen-Applikator neue Produkte, die ähnlich aussehen, die Bekanntschaft haben mit den Produkten von Charlotte. Es tut mir leid, ich fühle mich damit wirklich doof. Wir haben die Baby Got Blush Produkte. Vielleicht erinnert ihr euch, es gab ja... Ich glaube, im letzten Jahr diese Blush Sticks gab es auch in Bronzer Sticks. In Amerika, soweit ich weiß, in weiteren Farben als hier in Deutschland. Jetzt gibt es das Ganze aber in einer flüssigen Form, in verschiedenen Farben. Bisher habe ich nur Blushes und Highlighter gesehen. Ob es am Ende auch Konturprodukte gibt, das kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen. Aber wir haben einen schönen orangenen, so ein bisschen koralligen Ton, einen schönen pinken Ton, einen etwas beerigen Ton. Und dann sehe ich jetzt gerade... Also einen rötlichen Ton gibt es auch noch. Sehe ich jetzt hier Highlighter mit etwas Lila, mit etwas Bronzy, klassischen champagnerfarbenen Highlighter. Sehr, 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 sehr spannend. Wie die am Ende performen, weiß ich natürlich noch nicht. Werde ich auf jeden Fall alle testen, weil ich weiß, dass das Produkte sind, die viele sehr, sehr gerne mögen. Okay, Freunde, und jetzt müsst ihr euch hinsetzen, weil ich... Wenn ich verklagt werde, warum auch immer, weil ich habe damit nichts zu tun. Ich zeige nur. Und ich sage noch nicht mal das gemeine D-Wort. Es gibt ein weiteres Produkt, was Bekanntschaft hat mit einem bekannten Produkt von einer Frau, die Charlotte heißt. Und Essence nennt es den Magic Filter. Gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe hier bis Medium Tan bereits gefunden online. Das soll ein Produkt sein, was Glow auf die Haut gibt. Also vielleicht so eine leichte Deckkraft hat. Vielleicht so ein Hauch an Schimmer aufs Gesicht bringt, das Make-up in einen Hollywood-Look bringen könnte. Sehr, 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 sehr spannend. Eventuell, ich weiß immer noch nicht, wie es bei Catrice gerade ist. Ich habe gehört, dass dieser... Soft Glam Filter aus dem Sortiment schon wieder geht. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber das hier könnte eine gute Alternative sein, weil sie natürlich noch deutlich, deutlich günstiger wird. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt, den ich in meinem Catrice Video so ein bisschen, ich will nicht sagen kritisiert habe, aber erwähnt habe. Catrice hat dieses Jahr im Update viele Produkte drin gehabt, die ich persönlich zu Essence gepackt habe. Und jetzt hier hat Essence Produkte, die ich zu Catrice zählen würde. Wie den Hydro Grip Primer, wie den Magic Filter, wie den Baby Got Bronze Blush Stick. Wisst ihr, was ich meine? Da bin ich gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren natürlich verändert. Die Firmen gehören zwar zu einer Überfirma, haben aber nicht so viel miteinander zu tun. Ne? Also die Mitarbeiterinnen wechseln nicht mal da und mal dahin morgens, sondern
Das sind feste Teams, die ihre Sortimente mehr oder weniger unabhängig voneinander entwickeln. Deswegen bin ich da sehr gespannt, wie das Ganze performt. Ansonsten habe ich noch ein Produkt gefunden, was sehr spannend ist. Von Anastasia inspiriert das Browlifting Gel Set mit extremem Halt. Sieht optisch aus wie das Brow Freeze von Anastasia Beverly Hills. Finde ich sehr, sehr spannend. Ich schwöre auf das von Anastasia. Die beste Alternative ist das von e.l.f., ist aber, glaube ich, bei 6 Euro. Ich kann mir vorstellen, dass das Brow Lifting Gel Set von Essence vielleicht um die 2,99 € kosten wird. Hat 12 Gramm mit drin. Das von Anastasia hat allerdings nur 8 Gramm mit drin, ne? Das hält aber auch gut. Das benutze ich ja wirklich rauf und runter jeden Tag. Egal ob Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ob ich traurig bin, glücklich bin oder ob ich einen Döner essen gehe. Dieses Ding ist Anastasia, don't sue me. Das ist die best Produkt ever. You made. Gut, Essence hat auch das rausgebracht. Und ein Produkt, was da sehe ich so eine leichte verpasste Chance, wenn ich ehrlich bin, wenn das dabei bleibt. Und zwar hat Essence das Banana Loose Powder wieder zurückgebracht. Ich meine, dass es das schon mal gab. 6 Gramm mit Schwamm soll ein mattierendes Puder zum Fixieren und zum Baking sein. Da bin ich sehr, sehr gespannt, weil Baking-Puder sind nicht immer Fixing-Puder. Gibt es große Unterschiede und gerade bei diesen super fein gemahlenen Pudern, die Essence ja oft im Sortiment hat, hast du so ein Kickback, dass du aussiehst wie James Charles 2014. Allerdings in Gelb und nicht in Weiß. Bin ich gespannt. Ich sehe das als so ein bisschen verpasste Chance. Wenn das als pinkes Puder rausgekommen wäre, hätte ich Essence schwören können, wäre das der Bestseller 2024 geworden. Pinke Puder sind gerade wirklich in aller Munde. Alle wollen pinke Puder haben. Huda Beauty kommt mit der Produktion der Puder nicht so schnell hinterher, wie die Nachfrage ist. Essence spätestens im Herbst. Und dann bringt es auch gleich noch in Peach mit raus. Und dann telefonieren wir wegen meinem Check. Okay. Bin ich sehr gespannt. 6 Gramm sind drin. Und dann gibt es noch so ein paar Lippenprodukte, die ich persönlich jetzt aber gar nicht so spannend finde. Wir haben hier einen The Slim Stick, den man wahrscheinlich auch so ein bisschen rausdrehen kann. Ist ein schmaler Lippenstift, der wohl 6 Stunden halten soll. Was für ein Finish der hat, kann ich jetzt noch nicht sagen. Sieht aber eher so ein bisschen aus wie ein klassischer Lippenstift. Halt nur in einer kleinen Verpackung. Und einen Gloss habe ich noch mitgefunden. Und zwar den Multi-Reflective Lip Gloss Metaglow. Diese Meta-Geschichte verstehe ich nicht, bin ich raus, habe ich bei Catrice auch schon nicht verstanden. Space und Meta sind so, weiß ich nicht. Nee. Dann lieber diese Jelly-Dinger, die haben ja sehr, sehr gut funktioniert. Ich muss auch dazu sagen, ich bin ja auch nicht mehr die antizipierte Zielgruppe von Essence. Aber so dieses Holo-Zeugs oder so, da bin ich jetzt raus. Es reicht. Haben wir genug. Sieht auch wirklich nicht auf jeder Haut schön aus. Aber die Lipglosse von Essence sind natürlich immer sehr, sehr gut. Und das sind Tatsache auch die Produkte, die ich bis jetzt gefunden habe. Ich bin super gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Schreibt mir das in die Kommentare und abonniert meinen Kanal. Freue mich, sobald die Sachen da sind. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Zu der ersten, Maxim begibt sich auf dünnes Eis, weil er eh dieses Jahr. Ich weiß es, ich rieche es, ich spüre es, ich schmecke es, ich werde dieses Jahr verklagt. Welche Marke das ist? Das finden wir dieses Jahr gemeinsam raus. Abonniert dafür unbedingt den Kanal. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf, ihr süßen Mäuse. Bis zum nächsten Mal.